Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, heute ist Sonntag. Ich muss noch mal nachhaken bezüglich unserer aktuellen Werbung. Ja, alle Kritiker, heute auch wieder um unsere Clubwerbung, die aktuell läuft. Und es gibt ja immer so ein paar, die meinen, man dürfte überhaupt in diesem Land gar kein Geld verdienen, schon gar nicht, wenn man an der Börse zu Hause ist, geschweige denn Werbung machen. Aber erstmal vielen Dank an die Clubmitglieder, an die vielen, die auch unter das Video gepostet haben, dass sie tatsächlich im Club sind und dass ihnen das auch viel, viel bringt und gefällt. Dafür mein herzliches Dankeschön. Und alle, die bei uns schon bei Events dabei waren, die im Club unsere Community schätzen, die wissen, welchen Mehrwert das auch hat. Und wie gesagt, unser aktuelles Angebot ist wirklich eines, das sehr, sehr preiswert ist. Und ich kann wirklich sagen, dieser Club, den wir hier ins Leben gerufen haben, der Jahresbeitrag, also damit verdienen wir wirklich kein Geld in diesem Sinn. Da ist so viel drin, so viel Leistung, dass sich das selbstredend für alle lohnt, die dabei sind. Ja, und ich glaube, dass aktuell, und da möchte ich auch nochmal nachhaken, weil es gab ja auch sowas, das ganze Video sinnlos, wenn man es von Anfang an geschaut hat, ja, glaube ich nicht, weil ich bin schon sehr auf die aktuelle Marktlage eingegangen, auch auf die Psychologie im Markt. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, dass Anleger, die vor allen Dingen noch nicht so lange dabei sind, sich dessen bewusst sind, was da eben gerade passiert. Dass die Kurse, dass die letzten Wochen, Monate natürlich nicht so waren, wie man sich das wünscht als Anleger, aber dass gerade das die Chance ist, wenn man nach vorne blickt. Natürlich ist es viel leichter, in den Markt zu investieren, wenn man sofort belohnt wird, einen Tag später, eine Woche später, in einem steigenden, in einem boomenden Markt. Die Euphorie ist da, alle gehen in den Markt rein. Aber das Endergebnis, und darauf kommt es am Ende des Tages an, ist natürlich deutlich besser, wenn man dann investiert, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn die Kurse fallen, wenn man auch am Anfang vielleicht mal etwas hinten liegt. Also darum geht es. Und nochmal, wer unsere Videos nicht mag, der muss sie nicht schauen. Dafür ist es ein freies Land. Der YouTube-Channel ist völlig kostenlos für alle. Und ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen. Ich finde das genauso gut, dass es viele gibt, die einfach unsere Videos schauen, ihr eigenes Ding machen und auch bei uns weder ein Clubmitglied werden, noch ein Optionsscheinpaket kaufen, noch ein Börsenbrief, sondern einfach sagen, die Aktienlust, die finde ich gut, als Begleiter auch alles gut. Aber ich weiß einfach, dass es sehr viele gibt, die möchten sich austauschen, die suchen nach einer Community, die möchten auch Mehrwerte haben, indem sie vielleicht zum Beispiel unseren Clubbörsenbrief lesen, indem sie unsere Webinare aktiv mitmachen, die wir anbieten. Monat für Monat gibt es ja Webinare bei uns oder eben auch unsere Vergünstigungen eben in Bezug auf die Börsenbriefe, auf die Optionsscheinpakete oder eben unsere Sonderreporte genießen, die wir ja einmal im Vierteljahr veröffentlichen, wie eben auch den aktuellen. Und da geht es ja, das habe ich ja gestern im Video angekündigt, um 5 Aktien, die ich persönlich jetzt kaufen würde, die ich auch nochmal nachgekauft habe. Davon muss ich auch berichten. Natürlich kaufe ich diese Aktien nach, wenn sie billig sind. Und darauf passend auch noch Optionsscheine für die Spekulanten. Und auch das ist natürlich überhaupt gar keine Pflicht. Niemand muss Optionsscheine kaufen, wenn ihm das zu spekulativ ist. Aber wir wissen natürlich, im Club gibt es viele, die das gern machen, die auch wissen, dass wenn ich in Optionsscheine investiere, dass es da auch Totalverluste gibt bei einzelnen Scheinen. Vielleicht auch, dass ich 2-3 Mal daneben liege. Aber wenn ich einmal die richtige Welle erwischt habe, dann verdiene ich sehr, sehr viel Geld mit solchen Optionsscheinen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch wieder eine gute Gelegenheit dazu haben. Natürlich, ich habe keine Glaskugel, ich kann da keine Versprechungen machen, sondern nur mein Gefühl wiedergeben. Und natürlich ist es so, dass in der Krise, da schreiben ja auch welche, wie könnt ihr das jetzt wieder machen, es ist doch alles schlecht. Aber das ist genauso der Punkt, wenn alle negativ sind, wenn alle schlechte Laune haben, dann ist der Tiefpunkt meistens sehr, sehr nahe. Und darum geht es. Und deswegen glaube ich, dass das richtige Paket zum richtigen Zeitpunkt ist, das wir jetzt im Programm haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir richtig viele neue Clubmitglieder bekommen und ihr euch auch trefft, vielleicht schon in München am Börsentag. Wir sind ja da den ganzen Tag bei uns am Stand. Mick und ich haben auch einen Vortrag.
Und die, die sich einrichten können, die können natürlich als neues Clubmitglied schon am Freitagabend dabei sein zu unserem Stammtisch. Ja? Und der ist kostenlos für alle Clubmitglieder. Da ist Nicole dabei, da ist der Cliff dabei vom 100% Depot. Ich bin dabei, Svetlana ist dabei. Und da geht es darum, natürlich locker über die Börse zu plauschen oder eben auch über andere Dinge. Zum Beispiel, was macht mein Handicap beim Golfspielen? Ja? Und vieles, vieles mehr natürlich in lockerer Runde. Und dann natürlich auch nächste Woche dann für die neuen Mitglieder unser Extra-Webinar. Da geht es nochmal darum, dass Cliff und ich die Funktionsweise von Optionsscheinen erklären. Natürlich auch kostenlos. Und natürlich dann das Jubiläums-Webinar. Das ist eine Woche später mit Mick und mir. 2 Jahre Club. Da blicken wir natürlich nach vorne. Und dann Richtung Herbst dann unsere nächsten Events. Also der Club ist pickepacke voll mit Programm. Der Frauenstammtisch, der da regelmäßig stattfindet mit unserer Cindy aus dem Club, die das organisiert und managt. Er freut sich super großer Beliebtheit bei den Damen, die da unter sich sind, über Börse plaudern, über vieles andere auch. Und natürlich auch der Clubstammtisch selber, der von unserem Clubmitglied André Krüger organisiert wird. Wir Clubmitglieder unter sich. All das ist da Bestandteil. Also, nochmal, überhaupt gar keine Pflicht, aber wir machen Werbesendung da oben rein. Ja, mehr können wir nicht tun. Und wenn da einer meckert und das Abo deabonniert, weil da Werbung gemacht wird. Ich glaube, ihr habt das ganze System der Marktwirtschaft noch nicht verstanden. Ja? Nämlich, dass man arbeitet, dass man damit Geld verdient. Und das ist das Erfolgsmodell einer freien Marktwirtschaft. Ja? Und das ist auch etwas, warum Aktienkurse steigen. Und wer meint, dass hier alles für lau sein muss und für umsonst sein muss, der sollte auch von der Börse die Finger weglassen, weil er hat das eine nicht verstanden, er würde das andere auch nicht verstehen. Das war mir nochmal wichtig, dass euch heute zum Besten geben. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Am Montag natürlich abends wieder 17 Uhr, der Mick und ich live zum Start in die neue Woche. Und die wird spannend, denn dann startet die neue Berichtssaison. Also bis Montag.